Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 6. Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 20/2071. Ich gehe davon aus, dass Herr Prof. Lotz, Staatsminister Prof. Lotz, den Gesetzentwurf für die Landesregierung einbringt. Sie haben das Wort, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine Freude, diesen Gesetzentwurf einzubringen. Es geht dabei um einen ganz einfachen Sachverhalt. Die Abgabenordnung hat sich geändert. Jetzt müssen nach Bundesrecht alle Steuerpflichtigen bei verspäteter Abgabe ihrer Steuererklärung zwingend einen Verspätungszuschlag entrichten. Das betrifft wegen des Verweises im Hessischen Kirchensteuergesetz auch die Kirchensteuer. Das ist etwas, das liegt weder im Interesse der Steuerpflichtigen noch im Interesse der Kirchen. Und deswegen wollen wir das mit diesem Gesetzentwurf auf der Ebene des Hessischen Landesrechts bereinigen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Eine Aussprache findet nicht statt, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den KPA. Niemand widerspricht, dann machen wir das so.